Voilà. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, ob ich Hochdeutsch. Wie du willst. Nee, das Walliserdeutsch, das kann ich nicht. Ich versuche es mal mit dem Ostschweizer Dialekt und bitte um Verständnis. Entschuldigung, Hermann. Aber Hermann, kannst du mir gerade sagen, oder kannst du mir gerade sagen, wie viel Benzin dein Auto auf 100 Kilometer braucht? 8. Jetzt kannst du mir sicher auch sagen, wie viel dein Gebäude pro Quadratmeter braucht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein sehr grosses Problem, damit wir gar nicht wissen, wir wissen gar nicht, wie viel Energie braucht das Gebäude überhaupt, wo man drinnen wohnt. Und die andere Frage kann man stellen, können wir alle die Hand aufheben, die mit Öl heizen? Gross würde ich sagen, etwa 70%. Liegen da völlig im Schweizer Durchschnitt, rund 70-80% heizen mit Öl. Nun gut, was zeigt uns das? Das zeigt uns Folgendes, dass wenn wir uns über Energie unterhalten wollen, wenn wir uns über das Energiekonzept auseinandersetzen, dann ist mir vor allem wichtig, dass man kennt, wie viel Energie brauchen wir überhaupt. Und das hat der Bund mal angefangen mit dem, dass man die Energieetikette eingeführt hat. Auf jedem Kühlschrank hat es so eine Energieetikette, kennen wir. Bei der Beleuchtung führen wir das ebenfalls. Und bei dem Auto haben wir es neuerdings auch. Also Hermann, deine liegt etwa wahrscheinlich bei B, C, je nachdem wie gross er noch ist. Und jetzt gibt es neu, auch im Gebäude können wir das machen, das nennt sich GEAC. GEAC heisst Gebäudeenergieausweis der Kantone. Und der hilft Ihnen zum Verstehen, wie viel Energie braucht überhaupt Ihr Gebäude. Sie können das in einer Leitversion brauchen, wo Sie selber eingeben können, um die ersten Abschätzungen zu machen, damit Sie das Gefühl bekommen, brauche ich 3 Liter pro Quadratmeter, brauche ich 20 Liter pro Quadratmeter, damit Sie etwas wissen, so stehe ich. Das wird selbstverständlich auch eingeteilt in die Kategorien A bis G und Sie bekommen nachher einmal eine Übersicht über, wie gut ist Ihre Gebäudehülle und wie sieht das Gesamtgebäude aus mit der Technik. Sind das 2 Werte, die Sie bekommen, das Dach, Wand, Fenster beurteilt und selbstverständlich auch noch inklusive die ganze Technik. Das ist mal eine grobe Übersicht. Aber das hilft Ihnen, sich auseinandersetzen, wie bringe ich jetzt nun das an, dass mein Gebäude wird besser werden, dass ich einen effektiven Mehrwert schaffe. Vorweg noch, den besten Mehrwert schaffen Sie dann, wenn Sie vor allem wegkommen vom Öl. Wieso? Die Wertschöpfung vom Öl, die findet leider nicht in unserer Region statt, geschweige denn in der Schweiz. Die ist irgendwo beim Herrn Gaddafi unten. Und da sind wir uns sehr dankbar, dass sich Herr Gaffi durch sie so verhält. Das treibt uns sehr viele Kunden dazu, dass sie eigentlich wegkommen vom Öl, dass man die Wertschöpfung wieder reinbringt. Und da will ich Ihnen kurz aufzeigen, ein bisschen Strategie, wie könnten wir wegkommen vom Öl. Und da haben wir ganz einen einfachen Ansatz, vollständige Elektrifizierung vom Gebäude. Und denken Sie, das ist ja wahnsinnig. Das kostet immens. Ich will Ihnen aber zeigen, dass es einen Weg gibt, der gar nicht teurer wird, sondern problemlos kann wirtschaftlich betrieben werden. Das Ziel, das wir haben, ist, dass man nicht mehr einen Kessel hat, der brennt und Abgas erzeugt, aber auch nicht mehr viel Energie durchs Gebäude verliert. Wieso will man überhaupt auch keine Verbrennung? Eine kleine Anmerkung. Wenn ein Kesselhersteller zu mir kommt und erklärt, jawohl, er hat jetzt einen super Kessel, der hat nicht nur 92% Wirkungsgrad, nein, der hat 97% Wirkungsgrad. Dann muss ich sagen, schön, aber hat immer noch nichts mit Effizienz zu tun. Stellen Sie sich vor, der Kessel, der da unten drin ist, was macht der? Der tut 1700 Grad erzeugen und ich muss mit hinten mit sehr viel Technik alles abmischen, dass ich eine Raumtemperatur doch von 20 Grad anbringt. Und das ist einfach in sich ineffizient, dass ich 1700 Grad erzeuge, dass ich 20 Grad Raumtemperatur erzielen kann. Und das probieren wir jetzt hier mit einer guten Wärmedämmung an und für sich weg rüberzukommen und eine Wärmepumpe einzusetzen, die von einer Quelltemperatur, von einer Quelle aus, von
zum Beispiel Grundwasser von 9 Grad oder von Luft von minus 5 Grad auf 20 Grad hochkommt. Da sehen Sie schon, der Temperaturhub ist ganz anders. Da kann ich viel effizienter machen, wie mit irgendeinem Ölkessel, wenn auch der Wirkungsgrad um 3% gesteigert wird. Dazu zwei Massnahmen. Eine haben Sie schon gehört, vorne vom Serge, dass die Gebäudehülle erneuert werden kann. Da gibt es sehr viele Subventionen dazu, damit der Energiebedarf einmal reduziert wird. Aber es gibt noch einen viel wichtigeren Effekt, der mit dieser Gebäudehülle erzielt werden kann, wenn man sie saniert. Wir können nämlich die Vorlauftemperaturen von dem Heizsystem oben runterbringen. Sie sehen jetzt hier ein altes Gebäude. Der fährt normalerweise mit 60, 70 Grad. Und wenn ich es saniere und noch etwas besser mache, dann komme ich 45 Grad runter. Und wenn ich sogar noch eine Bodenheizung heutzutage drin habe, dann kann ich das mit 25, 28 Grad betreiben. Das hat zur Folge, dass wir einerseits sehr nah bei der Raumtemperatur sind. Da gibt man eine Voraussetzung, dass wir effizient das Gebäude heizen können. Aber noch viel wichtiger, und das ist eine schöne Nebenerscheinung oder eigentlich auch der Hauptgrund, ich kann den Komfort massiv erhöhen. Also durch eine gedämmte Gebäudehülle habe ich jetzt erstmal erreicht, dass die Oberflächentemperaturen viel besser oder weniger kalt sind, aber auch die Heiztemperaturen nach an den Raumtemperaturen sind. Somit fühlt sich der Mensch generell behaglicher in dem Raum. Und dann gibt es eben den schönen Nebendeffekt, dass man noch die Vorlauftemperatur von dem Heizsystem runterbringt. Wenn wir das nur konsequent machen und das einsetzen mit einer Wärmepumpe, dann könnte man effizient die Wärmepumpe betreiben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie sehen jetzt das hier. Man kann Umgebungswärme, Luft, Grundwasser, Tunnelwasser, Thermalwasser, aber auch Abwärme aus der Industrie, aus der Lohnzahl können wir nutzen, um so eine Wärmepumpe zu betreiben. Nun fragen Sie sich, ja gut, habe ich das gemacht? Habe ich meine Gebäudehülle gedämmt? Dann kommt jetzt, Entschuldigung, ein bisschen technische Folie, ich möchte aber gleich zeigen, wenn man sie nicht dämmt und die Wärmepumpe einsetzt, dann sind wir doch noch nicht so effizient. Das heisst nichts anderes, dass man die Wärmepumpe mit hohen Temperaturen betreiben muss, rechnet man mit einem COP oder Jahresarbeitszahl von etwa um die 2. Das heisst, jede Kilowattstunde Energie, Strom, wo ich investiere, kann ich 2 Kilowattstunden Heizenergie rausholen. Wenn ich jetzt aber Gebäudehülle gedämmt habe und ich noch eine Bodenheizung habe, also eine grosse Fläche, dann sieht man, dass die Effizienzsteigerung massiv ist. Man kommt gegen 5. Also mit jeder Kilowattstunde Strom kann ich 5 Kilowattstunden Heizenergie rausholen. Also Sie sehen, dass es eine sehr hohe Effizienzsteigerung gibt. Und wenn man das jetzt nun kombiniert, eine gute Wärmedämmung und eine Wärmepumpe, hat das Folgendes zur Folge, dass man nämlich zweimal spart. Sie sehen jetzt hier rot eingetragen, wenn ich eine Ölheizung habe. Klar, wenn ich Gebäude saniere, dann kommt mal der Wärmebedarf von Babel, ich brauche weniger Öl. Aber weil ich jetzt ja noch die Vorlauftemperatur senken kann und die viel effizientere Wärmepumpen rein tue, hilft mir das gerade doppelt, dass ich schlussendlich Kosten bei weitem halbieren kann, um das Haus zu heizen. Sie sehen also, mit einer guten Kombination von einer Gebäudehülle und einer Wärmepumpe schaffe ich einen Mehrwert, vor allem auch bei den Betriebskosten, aber auch ich bringe wieder die Wertschöpfung in die Regionen. Es sind Energien, die ich hier erzeugen kann, die ich hier nutzen kann. Und ich brauche kein Öl aus dem Ausland. Fazit aus dieser ganzen Sache ist, es gibt einen Königsweg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist immer am besten, wenn man Gebäudehülle macht und dann Technik saniert. Dann komme ich selbstverständlich oben runter, wie wenn ich noch Technik saniere. Aber Sie sehen, das ist korrekt. Wenn der Kessel saniert werden muss, dann muss er saniert werden halt. Und da kann ich jetzt sagen, jetzt fange ich erst mit der Gebäudehülle an. Und dann kommt halt vielleicht der Prinzenweg zur Anwendung, dass man halt weiss Gott, zuerst muss ein Wärmepumpensystem installieren, dass man wegkommt vom Öl, weil es jetzt gerade ansteht. Da kann man auch sehr gut lösen, dass man nicht eine Wärmepumpe rein tut, sondern zwei Wärmepumpen hat. Und nachher etappenweise auch das Gebäude saniert und sukzessive die Energie runterbringt und auch eine Wärmepumpe kann wieder außer Betrieb nehmen. Fazit aus dieser ganzen Sache. Ja, es gibt einen Königsweg. Wir schaffen den Mehrwert, aber es gibt auch einen Prinzenweg. Und bitte berücksichtigen Sie alles und tun Sie nicht einen ausscheiden, sondern es situativ anpassen. Zuletzt möchte ich noch sagen, dass im Kanton Wallis eine sehr gute Massnahme ist. Die rationelle Energienutzung, die Massnahmen in die rationelle Energienutzung können von den Steuern abgesetzt werden. Und das schafft natürlich auch einen sehr guten Rabatt
die man in der gesamten Sanierung ebenfalls berücksichtigen müsste. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.